Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Vielleicht bist du ja auch jetzt mit dem Studium, so wie ich, fertig oder demnächst, weil du jetzt deine Abschlussarbeit schreibst und fragst dich, was eigentlich danach passiert. Einer der häufigsten und wahrscheinlich ätzendsten Fragen ever kurz vor deinem Abschluss ist: Und was machst du danach? Hast du dich schon beworben? Hast du schon einen Job? Was macht man mit deinem Studium eigentlich? Kennen wahrscheinlich viele von euch. Wenn noch nicht, es kommt mit ziemlicher Sicherheit. Und dann fragst du dich selber, wie machst du das jetzt eigentlich? Ich meine, ganz ehrlich, in der Abschlussarbeit hast du doch wirklich anderes zu tun, als jetzt auch noch Bewerbung zu schreiben. Man ist meistens schon völlig durch wegen der Arbeit an sich. Vorher ist man völlig fertig, wenn man nicht weiß, worüber man schreiben soll. Dann hat man rausgefunden, worüber man schreiben soll und weiß nicht, wie man darüber schreiben soll. Also das allerletzte, worauf ich in meiner Masterarbeit noch Bock gehabt hätte, wäre jetzt auch noch Bewerbung zu schreiben. Also jetzt mal ehrlich, ich bin froh, dass ich die Masterarbeit überlebt habe. Von daher könnte es für viele eine Strategie sein, erstmal den Abschluss machen und dann weiter gucken. Danach hat man ja erstmal ganz viel Zeit, sich zu bewerben und zu Terminen zu gehen und so weiter und so fort, oder? Die Frage ist also, was passiert, wenn du deinen Abschluss in der Hand hältst und noch keinen Arbeitsvertrag für den direkt nachfolgenden Tag unterschrieben hast? Es kann ja durchaus sein, dass du im Studium zwar schon einen Job gefunden hast, aber dafür auch erstmal umziehen musst und so weiter und so fort und der Arbeitsvertrag eben nicht am Tag nach deiner Verteidigung beginnt. Und ich habe gerade einen ordentlichen Behördenmarathon hinter mir. Damit er dir erspart bleibt, erzähle ich dir jetzt, was du zu tun hast, wenn du auch nach deiner Abschlussprüfung deine Miete vorerst noch bezahlen willst, bis du eben einen Job gefunden hast, der das für dich tut. Das Erste, was du im Grunde genommen machen musst oder kannst, ist zum Arbeitsamt gehen. Und jetzt bitte achte auf meine Worte. Die Bundesagentur für Arbeit. Dahin, nirgendwo anders. Und da musst du dich arbeitslos melden. Um dich arbeitslos zu melden, das geht übrigens auch online irgendwie, musst du praktisch deinen kompletten Lebenslauf eintippern. Das kannst du, wie gesagt, online machen oder du machst das irgendwie direkt vor Ort. Da sitzt du dann an einem Rechner und tippst da fröhlich vor dich hin. Habe ich auch gemacht und ich war nicht die einzige Studentin bzw. Absolventin, die da saß. An dem Tag waren irgendwie nur Absolventen da und die Mitarbeiter sagten auch, dass das gerade so wieder so ein Schwung ist, der da kommt. Die meisten sind aber nach einem Monat da auch schon wieder raus. Also nicht aus dem Amt, sondern aus deren Kartei, you know. Also, wenn du jetzt nicht direkt nach dem Abschluss sofort einen Job hast, brauchst du jetzt auch keine Sorgen machen. Nur 3% aller Akademiker sind arbeitslos und die meisten davon sind wahrscheinlich gerade frische Absolventen. Akademiker sind selten lange arbeitslos. Also wirst auch du einen Job finden. Dass man seinen Lebenslauf da reintippern muss, liegt daran, zum einen, dass sie einen natürlich vermitteln wollen, was sie eigentlich eher selten tun, oder? Kennst du jemanden, der schon jemals vom Arbeitsamt einen Job gekriegt hat? Das würde mich mal interessieren. Also ich kenne keinen. Aber mal Spaß beiseite. Du musst also deinen Lebenslauf da reintippern. Zum einen, damit sie dich vermitteln können, damit sie wissen, was du kannst oder nicht kannst. Und aber auch, um zu prüfen, ob du Anspruch auf Arbeitslosengeld 1 hast. Arbeitslosengeld 1 berechnet sich aus deinem letzten Einkommen. Um berechtigt zu sein, musst du mindestens ein Jahr lang, irgendwann in den letzten 3 Jahren, Arbeitslosenversicherung bezahlt haben. Und das hast du in der Regel nur, wenn du einen Teilzeit- oder einen Vollzeitjob hattest. Keine Werkstudentenstelle, kein Minijob und keine selbstständige Arbeit, es sei denn, du hast dann freiwillig irgendwie Arbeitslosenversicherung bezahlt. Aber ich gehe mal jetzt nicht davon aus. Und in den letzten 3 Jahren hast du studiert, also wahrscheinlich nicht Teilzeit oder Vollzeit gearbeitet. Das heißt, die Chancen stehen irrsinnig hoch, dass du gar keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld 1 hast. Aber trotzdem musst du das da eintippern, damit sie feststellen können, dass du keinen Anspruch hast. Damit du eine Bescheinigung bekommen kannst, auf der drin steht, der Mensch hat hier eine Stunde vor sich hingetippert, aber er hat keinen Anspruch. Und mit diesem Schreiben kannst du dann zum Jobcenter gehen. Na, Achtung, Unterschied, Jobcenter, Bundesagentur für Arbeit, nicht dasselbe. Das Jobcenter ist das, was früher das Sozialamt, glaube ich, war und wo es Hartz IV bzw. ALG II gibt. Dort kannst du diese Bescheinigung vorlegen, eine Armada an Papier ausfüllen, von einem Berater zum nächsten rennen und dann kriegst du von denen Geld. Das sind erstmal die 2 naheliegendsten Dinge. Jetzt kommt aber noch was. Es gibt nämlich 2 Leistungen, die vor dem ALG II, sprich vor Hartz IV, noch Vorrang haben. Und das ist Wohngeld und Kinderzuschlag. Der Kinderzuschlag trifft auf dich nur zu, wenn du selbst Kinder hast, für die du auch Kindergeld bekommst.
Wenn dem so ist und du als Alleinerziehende mindestens 600 Euro Bruttoeinkommen hast, Kindergeld nicht eingerechnet, oder als Paar mindestens 900 Euro Einkommen hast, auch hier Kindergeld nicht eingerechnet, und unter dem ALG-Satz sozusagen, also unter dem Hartz-IV-Satz liegst, dann kannst du Kinderzuschlag beantragen, der bis zu 160 Euro im Monat beträgt. Ziel von diesem Geld ist nämlich, dass du nicht in Hartz IV reinfällst. Du bekommst diesen Kinderzuschlag aber eben auch nur, wenn du mit der Bewilligung dieser bis zu 160 Euro mehr verdienst, als du Hartz IV bekommen würdest. You know? Dasselbe gilt für Wohngeld. Auch da gibt es so ein Mindesteinkommen, das du selbst erreichen musst. Das sind mindestens 80% vom Hartz-IV-Satz und weniger als das, was der Hartz-IV-Satz halt eben ist. Und das ist ein Zuschuss zur Miete. Da zählen praktisch alle Menschen rein, die in deiner Wohnung wohnen. Sofern das nicht irgendwie eine Zweck-WG ist, also falls das jetzt nicht einfach Kumpels sind. Aber wenn du mit einem Partner oder einer Partnerin oder Kindern oder deinen Eltern oder so zusammen wohnst, dann seid ihr als Haushalt Wohngeld berechtigt, wenn ihr das Mindesteinkommen von 80% vom ALG 2, sprich Hartz IV, erreicht. So, also es gibt praktisch 4 Ämter, die ihr bemühen könnt oder sogar müsst, um eure Miete zwischen Studium und Job finanzieren zu können. In manchen Fällen, nicht in allen natürlich, bei manchen Fällen ist es sehr eindeutig. Wenn du keine Kinder hast, brauchst du über Kinderzuschlag nicht nachdenken. Wenn du, keine Ahnung, alleine in einer WG wohnst und gar kein eigenes Einkommen hast, also nicht mal einen Minijob, dann kannst du natürlich auch das Mindesteinkommen vom Wohngeld nicht erreichen und dann brauchst du dich damit auch nicht beschäftigen. In meinem Fall ist es halt ein bisschen anders, weil wir hier als Familie wohnen, weil mein Mann noch BAföG hat, das heißt, er hat Einkommen, sein Einkommen zählt da irgendwie ja auch überall mit rein. Deswegen musste ich mich praktisch mit allen 4 Ämtern jetzt beschäftigen und das ist auch die Erklärung, warum ich in letzter Zeit nicht so viel Zeit hatte, um Videos zu machen. Ich war beim Amt. Falls das jetzt alles ein bisschen viel Info war auf einmal und du das nicht merken kannst, nachvollziehbar, kein Problem. Ich habe einen Blogpost auch dazu geschrieben, den findest du hier. Da kannst du draufklicken und alles nochmal nachlesen, weil das alles so furchtbar sein kann und ich dieses Schicksal ersparen will, was ich gerade hatte, weil ich habe allen Ernstes mit 11 verschiedenen Beratern sprechen müssen. Und allen das selber erzählen müssen und alle haben mir das selber erzählt. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum ich mit so vielen Menschen deswegen sprechen musste. Aber beim Jobcenter hast du nicht die Wahl, mit wie vielen Leuten du sprechen möchtest. Wenn du Nein sagst, dann wird dir Geld gestrichen. Und um dir das zu ersparen, arbeite ich gerade an einem Tool, das dir diese Überprüfung erleichtern soll. Also die Überprüfung und die Beantragung. Wenn dich das interessiert, was ich da genau mache und du vielleicht Lust hast, das kostenlos zu testen, so weit es dann in einer Testphase ist, dann klick auf jeden Fall auf den Artikel. Da kannst du dich eintragen und dich als Beta-Tester zur Verfügung stellen. Dein Feedback würde mich da echt interessieren. Und ansonsten lass mich einfach wissen, wenn du Fragen zu dieser Thematik hast, also zu diesen ganzen Ämtern, die es da so gibt, oder auch einfach zu dem, was ich da mache oder whatever dir so in den Sinn kommt, zum Studium, zur Zeit danach, zur Unternehmensgründung. Schreib es in die Kommentare, gib dem Video einen Daumen hoch, falls es dir gefallen hat und vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren, damit wir uns im nächsten Video wiedersehen. Tschüss!